mit Star Wars zu tun. Und das war an sich immer mein Riesentraum, das zu machen. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht live? Ich meine, mehr als blamieren kann man sich nicht. Und deshalb habe ich das mal alles zusammengebaut. Ich wollte an sich am 10. April schon damit angefangen haben, aber wie immer bei mir in meinem üblichen Chaos klappt sowas nicht, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe mit der zweiten Kamera und dann mit dieser und dann gefiel mir das nicht und jetzt gefällt es mir auch noch nicht so, weil ich müsste hier noch einen großen Monitor haben, weil ich einfach blind bin. Und deshalb starte ich jetzt dieses Projekt. Ich werde immer versuchen, sonntags eine Folge davon zu machen, vielleicht aber nur am Wochenende, weil für abends ist es einfach zu viel Aufwand. Da hat man einfach nicht. Da hat man nicht die Ruhe und die Zeit. Ich meine, die Ruhe ist sowieso so eine Sache. Das geht nämlich dann immer los, wenn man dann mindestens drei Hände braucht. In der Hoffnung, dass man. Dass man das auch so hinkriegt, wie man das haben möchte. Ja, ich heiße überall gleich. Das erstmal vorweg. Ich hab auf Twitch so wenig, weil ich auch mit Twitch gerade erst angefangen habe. YouTube mache ich schon seit gefühlte 500 Jahre. Aber auf Twitch bin ich jetzt erst einen Monat und dann spiele ich im Prinzip nur ein Spiel auf Twitch, Apex. Und ich baue quasi jetzt die Sache auf so langsam auf Twitch. Aber ich habe mir gesagt, so ein Langzeitprojekt hier ist auf Twitch vielleicht auch mal was Gutes. Weil auf Twitch sind so viele Gamer unterwegs und dann habe ich mir gedacht, ach, vielleicht funktioniert das ja hier. Das ist der Unterschied. Also YouTube mache ich schon deutlich länger, deutlich länger. Und jetzt seht ihr, was passiert ist, wenn man nicht aufpasst. Ich habe das Gefühl, dass ich die falsch rum da montiert habe. Sind die denn unterschiedlich? Ne, sind sie nicht. Und den mal ein bisschen losmachen hier. Ein bisschen fester ziehen. So ganz einfach ist es nun alles nicht. Ne, das ist der einzige Grund. Das ist das, was ich immer gemacht habe, ist. So, und dann kommt der wohl hier ran. So wie es aussieht. Das gefällt mir hier noch nicht so, weil der irgendwie ein bisschen verschoben aussieht. Ich sehe mir beide nicht gut aus. Warum das so ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber das werde ich gleich erstmal rausfinden. Müssen. Müssen. Ja, ich mache immer Hinweise. Aber was so viele. Ich habe nie auf YouTube auch nie so viele, naja, wie soll ich sagen, Live-Zuschauer, wenn ich da meine Dark Souls-Reihe spiele oder so. Da sind dann mal 10 Stück oder so. Aber viele Live-Zuschauer habe ich nicht. Aber meine anderen Videos, die ich so mache, die werden ganz gut gesehen. Also wenn ich so, naja, sag ich mal so, Tutorials mache oder meine Blödsinn-Sachen, die werden immer ganz gerne gesehen. Aber das sind alles keine Live-Zuschauer, weißt du? Und deshalb habe ich gedacht, dass ich es vielleicht mal mit Live-Zuschauern auf Twitch ein bisschen leichter habe. Was natürlich auch ein Trugschluss ist, ne? Weil wenn man anfängt, dann ist das halt immer schwer, egal wo du anfängst. Und es bringt ja nichts, wenn du Follower hast und die nicht gucken, ne? Ja, immerhin 10, natürlich. Ich bin mir, mal ganz ehrlich, das ist ein Hobby von mir, ja? Und ich bin schon glücklich und froh und das macht mich schon stolz, wenn es nur einer ist. Weil für mich ist einer genauso viel wert wie 100. Und wenn die dann noch ein bisschen schreiben, bin ich noch ein bisschen begeisterter, weil es einfach.
so ein bisschen die Resonanz zeigt. Ne? Und deshalb muss ich mal gucken, warum diese Dinger hier so verbogen sind. Bin ich denn hier von der falschen Seite am Arbeiten oder was? Kann doch nicht sein, oder? Nein, das steht doch von unten. Von unten anschrauben. Das steht doch da, oder? Wenn ich nämlich jetzt die ganzen Schrauben falsch rum montiert habe, dann kriege ich eine mittlere Krise. Nee, das steht von unten oder von oben. Das kann man nicht erkennen, Leute. Ich kann das nicht erkennen, ob ich... Nee, das muss ja von unten sein, weil von oben kommen ja diese Dinger drauf hier. Ich bin etwas verwirrt. Auch nicht nur, auch noch nichts Normales. Nee, das kann nicht sein. Von oben kommen diese Dinger hier drauf. Da dürfen dann keine Erhebungen sein, so wie das aussieht. Ja, nee, dann mache ich das richtig. Ich habe schon wieder Angst gehabt. So, gehst du wieder ab hier, furchtbar. Wie festgetackert. Ja, super. Hey, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn einer das Geld guckt, ja, verdient, was heißt verdient? Du bekommst es, das wird schon. Also ich bin auch sehr zuversichtlich. Also ich mache das immer schön konstant weiter und irgendwann läuft das und dann kriege ich einen Subscriber hier und einen Subscriber da und einen Follower. Guck mal, ich habe ja am Anfang auch nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal, dass das überhaupt mal so weit geht. Ich habe das eigentlich angefangen aus Blödsinn. So, apropos Blödsinn, was mache ich denn jetzt? Also die sind gleich, also fehlt noch ein Teil. So, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt. Da muss ich noch ein Schräubchen reinmachen und da muss ich noch ein Schräubchen reinmachen. Und da gehört jetzt auch noch eins rein. Das ist ja wahrscheinlich das hier. Aber schön, wenn es dir gefällt, das macht mich, das freut mich. Also, ich mache ja auf YouTube, stelle ich dann diesen Blödsinn, der dabei rauskommt bei den Livestreams, den stelle ich dann immer auf dieses Dings. Das ist zum Beispiel auch noch was, was ich einrichten will, dass man während des Streams mit mir hier quatschen kann. Aber das habe ich noch nicht hinbekommen, wenn ich ehrlich bin, dass ich meinen Discord-Channel, den Sprach-Channel hier einbinde. Das habe ich aber noch nicht geschafft. Das ist ja alles noch nicht ausgereift. Aber was nicht ist, kann noch werden, sage ich immer. Und man muss immer dranbleiben. So, das passt nicht. Warum passt das wieder nicht? Ich will jetzt nun auch nicht die Schraube zu fest reindrehen. Doch, passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Scheint aber normal zu sein, dass sie so abkippen. Also ziehe ich die jetzt einfach an und fertig. Wir können ja Gott sei Dank alles wieder auseinanderbauen. Okay. Ja. Ja, aber... Ja, wenn man ein bisschen Glück hat, ist das schon in Ordnung. Die Frage ist immer, wie viel Intensität du da reinsetzt, ne? Wie viel du machst. Du kannst, ich mache ja alles im Prinzip. Ich poste meine Videos auf Facebook, Instagram. Ach, das ist ja mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ist das ein Fulltime-Job geworden, ne? Du bist ja nur noch dabei, die ganzen sozialen Medien zu bedienen. So, jetzt fehlt uns noch diese Schraube. Guck mal, und hier sieht das so aus, als ob die von oben ist. Alle von oben, oder wie sieht das aus? Ich habe das falsch gemacht, Leute. Das kann doch nicht sein, oder? Hier sieht das wiederum so aus, als ob das von... Nee, nein, nein, das ist richtig rum. Da geht der Haken runter, da geht der Haken runter. Hier ist die tiefe Beuge, da ist der lange Schenkel, das geht runter. Das ist alles richtig, was ich mache.
Hier sind ja auch die Ausbuchtungen zu sehen. Die sind ja auf der anderen Seite nicht. Okay, es ist etwas verwirrend. Ich muss es zugeben. Die Abbildungen sind etwas merkwürdig manchmal. Also gehört das hier hin. Und das gehört da hin. Nordrhein-Westfalen. Natürlich darfst du fragen. Nordrhein-Westfalen. Warum fragst du? Ist das wichtig? Oder einfach nur Neugierde? Ist halt so, ne? Achso, aus Interesse, okay. Ja, ja, Nordrhein-Westfalen. Ich dachte, du wolltest wissen wegen Sprache oder so. Keine Ahnung. Ne, je vois. Also ich finde, dieser Schraubenzieher ist nicht exakt für diese Schrauben geeignet. Aber ich werde mal... Ne? Ja, so, ich finde, das sieht gut aus. Das war's zu diesem Teil, glaube ich. Das nimmt auf jeden Fall Form an, ne? Schau dir das mal an hier. So, ach ne, da haben wir ja noch was. So, lege den montierten Rahmen des Rumpfabdeckung TR Ausgabe 1 Beutel C sowie die da diesmal gelieferten silbernen Befestigungsschrauben bereit. Silberne Befestigung. Ich habe schon wieder eine Schraube über. Warum habe ich immer eine Schraube über? Das kann doch nicht sein, oder? Habe ich eine vergessen? Kontrolle. Nicht wirklich. Keine vergessen. So. Dass das immer so schräg ist, das macht mich immer etwas fertig. Aber das liegt daran, weil das wirklich so gewölbt ist. Das muss wohl so sein, damit die sonst kriegen die Biegung nicht hin oder was. Keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept. Okay. So. Siehst du, hier ist von oben keine Schraube zu sehen, also habe ich alles richtig gemacht. In dieser Abbildung ist das wieder zu finden. Also. Ah, jetzt fixieren wir praktisch dieses Teil, oder? Wie sieht das aus? So, wir haben die silbernen Schrauben. Die müssen wir jetzt erstmal rausmachen. Hier die Schrauben. Mal rausmachen. Zack, zack. Siehst du, das ist immer das, wovor ich die Panik habe, wenn ich die Teile verliere. Da kriege ich über Panik auf Zone 12. Das ist einfach so. Und jetzt bauen wir im Prinzip die nächste Nummer. Wir ziehen uns jetzt erstmal hier das rein. Also, lege Rumpfabdeckung. Das ist diese hier mit diesem Teil. Die muss daher hier vor oder dahinter oder dahin oder keine Ahnung. Da drauf. Ich glaube ja. Aha, okay, alles klar. Die gehört da so rein. Vorne sind die zwei Ausbuchtungen. Hinten ist der Rahmen fest. Und dann haben wir hier die Fixierpunkte dafür. Und das soll funktionieren. Das wollt ihr mir wirklich verkaufen? Achte darauf, sie nicht zu überdrehen. Okay, ich soll das fixieren und soll das jetzt drauf bauen. Dann machen wir das. Die haben mir hingeschrieben, dass der mitgeliefert. Ja, super. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Danke, dass du da warst. Super gut. Schön, dass du wiederkommst.
Freut mich sehr. Sehr sogar. War nett. Ein bisschen sich zu unterhalten. Auch nicht schlecht. Danke für den viel Erfolg. Bis denn. Tschüss. Tschüss. So, ich darf die nicht überdrehen, die Schrauben. Deshalb müssen wir das mal ein bisschen... vorsichtig machen hier. Es darf ja nichts kaputt gehen. Sind ja hoffentlich alle gleich lang. Nicht, dass ich die noch mit meinen komischen Augen hier noch irgendwie falsch deklariere oder sehe oder einbaue. Ist das hier einfach mehr? Ich muss die Kamera mal ein bisschen anders ausrichten, glaube ich. Dann mache ich jetzt mal die Zeitung zu. Wir wissen ja jetzt, was passiert. Dann kann man das ein bisschen besser erkennen, was wir hier veranstalten. So. Zu fest drehen, haben sie gesagt. Nicht zu fest drehen. Köpfchen, ne? So. Mal gucken. Ob keiner guckt. Irgendwie funktioniert hier einiges nicht, habe ich das Gefühl, ne? Kann das sein, dass ich da wieder was ausgeblendet habe? Ach nee, doch nicht. Schneller laufen da oben. So. So, nicht zu fest drehen. Da waren wir schon mal. Und wieder eine Schraube. Sag mal, die packen immer eine Schraube mehr rein, weil die kennen sehr wahrscheinlich meine Art, die Dinger zu verbaseln. Ich brauche eine kleine weiße Schale. Ich werde jetzt erstmal eine kleine weiße Schale besorgen müssen, damit ich überhaupt weiß, was hier los ist. So. Ach Leute, eine kurze Pause. Und dann geht's weiter. Nicht zu fest, aber ein bisschen fest muss hier, ne? Muss ja einigermaßen anliegen. Ne? Das tut er nämlich hier nicht. Hier liegt das nicht korrekt an. Und hier auch nicht. Was mich natürlich jetzt wieder dazu verleitet, Schraube ein bisschen fester zu ziehen. Das funktioniert sogar hier, wenn man das hier sieht, da kommt die Schraube ran. Man muss ein bisschen, hier ist auch noch ein bisschen Luft. Aber hier vorne sieht man das zum Beispiel auch ganz gut. Da ist nämlich noch so ein, da mal reingucke, da ist noch eine kleine Kante. Die muss natürlich weg, das muss dran. Das muss dran, damit das nachher auch passt, glaube ich. Man darf nur wirklich nicht, das ist Plastik. Es gibt natürlich auch ruckzuck nach die Geschichte. Deshalb wohl auch der Hinweis. Bitte schrauben Sie jetzt. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 Euro ein. So, jetzt mache ich hier... Hier nochmal kurz einen Check der einzelnen Schrauben. Das sieht alles sehr gut aus. So. Oh, das, ey, wenn ich mir da überlege, wie schwer das nachher wird, das Teil. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon schwer. Ich muss schon Hulk Hogan für sein, wieder um das zu schleppen. So. Jetzt muss ich mal Folgendes machen.
Du kannst die Rumpfabdeckung 2, Ausgabe 3 einpassen, aber noch nicht befestigen. Achso, das war dieses Teil. Dieses Teil kommt nachher genau hier ran. Seht ihr das? Schwupp. Na? Ist auf jeden Fall, passt das genau, so wie es aussieht. Also haben wir wieder alles richtig gemacht. So, dann kommt dieses Teil jetzt hier hin, dieses Teil kommt dahin, dieses Teil kommt dahin und jetzt haben wir wieder einen großen Teil unserer Rumpfabdeckung. Einen großen Teil ist gut. Nur mal so gesagt, das ist eins. Der wurde also wirklich aus Holz und Metall gebaut. Hier, ich habe mal hier so einen kleinen Auszug daraus. Man muss immer ein bisschen, wenn man was macht, ein bisschen Bauteile aus Holz machen. Um alle Beteiligten an den Dreharbeiten, von Episode 5, das Imperium schlägt zurück, die Arbeit zu erleichtern, ließ George Lucas ein neues Modell des Falcon im Maßstab 1:1 anfertigen. Ein Unternehmen aus Wales fertigte ein Stahlgerüst an, versah es mit hölzernen Untergestellen und verkleidete es mit einer Außenhülle aus 12 mm dickem Sperrholz. Die Holzplatten wurden individuell zugeschnitten, ja, denn die Außenhülle des Falken sollte eine unregelmäßige Struktur aufweisen. Okay. Die Stahlkonstruktion gab dem Schiff Stabilität und ermöglichte es, das Modell im Studio hin und her zu bewegen. In Wales wurde das Modell zerlegt, anschließend nach Elstree transportiert, wenn ich was falsch ausspreche, seid mir nicht böse, und dort wie ein riesiger Modellbausatz wieder zusammengesetzt. Also, die haben noch größer gebaut als der alte. Alles interessant, ne? Nach zweimonatigen Arbeiten konnte der Frachter mit letzten Details wie den Rectena-Schüssel versehen werden, also diese Schüssel. Zahlreiche der noch benötigten Teile stammten vom Schrottplätzen rund um London. Auch nicht schlecht. Lediglich bewegliche Elemente wurden von entsprechenden spezialisierten Unternehmen konstruiert. Also, Informationen satt. Leute, Informationen satt. Wir haben hier auch X-Wing noch mit drin und R2-D2 und so ein paar Sachen dazu. Also ist schon toll. So, ich glaube, das war die Bauphase 4. Wir haben gemacht. Das Cockpit hier vorne eingesetzt. Die Armaturen-Dings der Konsole. Dann die Stahlkonstruktion gemacht, Rumpfgerüst. Dazu haben wir gemacht, Rumpfverkleidung, Anwendung vorbereitet, noch nicht montiert. Alles klar, super. Weiter geht's. Ey Mann, macht richtig Spaß die Sache. Wir gehen weiter. So, was haben wir denn als nächste Bauphase? Bauphase 5. Nach 4 kommt 5, das war schon immer so. Ja. Dein Bier vor 4. So. So, Corellian Energiering Corporation. Das sind die Leute, die das Ding gebaut haben. Das Unternehmen gehört zu den größten und profiliertesten Raumschiffherstellern und hat Grundmodelle einer der bekannten Frachter der Galaxie gefertigt. Darunter der Millennium Falcon. Das liegt nämlich daran, dass der Millennium Falcon als Frachter konzipiert wurde und die Schmuggler haben das alles umgebaut. So, das habe ich mittlerweile auch schon wieder gelernt. So, hier ist nochmal detailliert der Frachter. Ja? Da werden wir das nächste Mal, vielleicht gucke ich mal bei der nächsten Bauphase darauf eingehen. Hier sind die offiziellen Varianten. Da muss ich auch mal eben gucken. Offizielle Varianten, es gibt die also in verschiedenen Varianten, mit verschiedenen Antrieben, sehr wahrscheinlich mit verschiedenen Dings. Antrieb. Okay, es gibt auf jeden Fall Fang, ne? Aber es, ja, wisst ihr? Egal was ist, man muss es bauen. Die Landung auf Coruscant. Okay, so, Bauphase 5. Was haben wir in der Bauphase 5? Wir haben in der Bauphase 5 Nummer 1, Instrumentenbeleuchtung. Was, wir haben eine Instrumentenbeleuchtung? Wo haben wir denn eine Instrumentenbeleuchtung?
Auch Phase 5. Wo kriege ich denn die Instrumentenbeleuchtung her? Keine Beleuchtung. Okay, wir machen erstmal auf. Kann auch nicht verkehrt sein. Das muss auf jeden Fall die Packung dazu sein. Schauen wir mal. Es ist sogar beleuchtet, Leute. Es ist beleuchtet. Ich werde wahnsinnig. Ah, guck mal, hier ist die LED-Beleuchtung. Ist doch das. Ist das nicht der Hammer, Leute? Ist das nicht der Hammer? Ja, das ist die Mikrotechnik. Die macht das alles möglich. Früher hätte es das nicht gegeben. Was ist das hier? Wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt aufpassen. Zwei Schräubchen. Was haben wir hier? Eine Anleitung. Wir haben hier eine Anleitung. Und diese Anleitung sagt uns jetzt, bitte achten Sie darauf, dass Sie keinen Stromschlag kriegen. United Kingdom, Germany. Vertrieb, Herstellung. Achtung, dies ist kein Spielzeug, dieses Produkt ist Teil eines Bausatzes. Ach so, das ist die allgemeine Beipackzettel, der immer da drin sich befindet. Kein Spielzeug für Kinder. Ich bin auch schon zu alt dafür. Und deshalb machen wir jetzt Folgendes. Es ist einfach genial und es ist einfach. Ja, also ich hoffe, dass dann nächste Mal bei Twitch wieder ein paar mehr dabei sind. Immer sonntags, also immer am Wochenende, werde ich es aber vorher ankündigen. Auf Discord, auf meinem Discord-Channel. Da hoffe ich dann mal auf ein paar mehr, die Spaß an sowas haben. Aber das muss ich natürlich auch erst alles rumsprechen. Ich habe auch lange gewartet. Ich musste ja alles einrichten. Instrumententafel. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall dabei. Einbau der Beleuchtung. Kabel haben wir noch nicht. Okay. Hallo? Warum macht ihr sowas? Okay. Ah! Guck mal, da ist das jetzt wieder andersrum. Da ist das schon gar nicht montiert. Modellbauer, die einzelnen Elemente der Instrumententafel farblich gestalten wollen, erhalten in der nächsten Ausgabe dazu wertvolle Hinweise. Also wir müssen auf die Hinweise achten. Also es muss ja noch ein bisschen gemalt werden, ein bisschen getan werden. Der macht mich jetzt krank, Leute. Da ist es mit, da ist es ohne. Da ist es mit ohne. So. Okay, es nutzt ja nichts. Die haben jetzt gesagt, ich soll dieses Bauteil nehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das ganze Dings hier machen kann oder nur... das jetzt abmachen soll wieder, weil das war nämlich sehr schwer da dran zu kriegen, fand ich. Furchtbar schwer. Ich lasse das jetzt dran. Ich hoffe, das geht so. Ach so, das darf noch nicht befestigt werden, stand da. Okay. Ich darf das noch nicht. Ich nehme das jetzt wieder raus hier. Ja, was ist denn hier drin? Okay, wir nehmen es nochmal raus. Kann ja nicht kaputt gehen, glaube ich. Und können jetzt hier praktisch diese LED-Platte mit den LEDs da drauf packen. Wieder packen wir etwas aus und wieder wird es spannend. Ich glaube, es gehört jetzt hier so drauf.
So. Das ist die LED-Beleuchtung. Hier, Leute, guckt euch das an. Ist das nicht der Knaller? Thank you.